Ey yo, ey yo, ey yo, was geht ab? Ich bin heute wieder in Deutschland gelandet und what the f***, was ist das denn? Bro, ich bin 7 Stunden oder so hier und hab direkt gar keinen Bock mehr auf dieses Land und will wieder weg. Wie soll man denn hier im Winter keine Depression bekommen? Richtig, indem man sich jeden Tag ein Bennert und Baba Memes Video reinzieht. Das ist die geheime Formel. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wo wir gerade so über das Wetter reden, es gibt ja auch tatsächlich Leute, die sowas hier feiern. It's the perfect texture for running. What are you doing running? And you're saying it was really good out? It's the perfect texture for running. Very low impact and it's dry snow, so if you don't get wet. All right, thanks. Ja, Mann, perfekt zum Laufen. Ich kann mir nichts Entspannteres vorstellen, als hier lang zu rennen. Very low impact and it's dry snow, so your feet don't get wet. All right, thanks. We've seen a lot of people out here, like you said, running, sledding, just enjoying it. One thing, oops, that can happen, unfortunately. Ja, ich sehe, wie es die perfekte Texture for Running ist. Bruder, wie unangenehm. Sie macht so eine coole Ansage, nur um dann 5 Sekunden später wie im Cartoon hinzufallen. Aber mal wirklich Applaus für den Kameramann. Der hat eine Gehaltserhöhung verdient. Ey, und sorry, falls ihr irgendwelche Geräusche während dem Video hört. Meine Mutter ist gerade am Staubsaugen vor der Tür. Das ist einfach crazy, was das hier für Umstände sind, Bro. Naja, wie auch immer. My friend destroyed my house. Sag mir, dass du in Amerika lebst, ohne mir zu sagen, dass du in Amerika lebst. What the f***? Was ist das für eine Wand? Dem Bray geht's natürlich gut, weil er ist ja nur in ein Stück Pappe gefallen. Da kann ja nichts passieren. Er hat mehr dem Haus wehgetan als ich selber. Wie stumpf er da auch reingeflogen ist. Geil, Mann. Feier ich. Hoffentlich glaubt sie es. Hoffentlich glaubt sie was. Hey, Dings, eine Frage. Du musst ja auch diese Hausarbeit bei Professor Müller schreiben. Kannst du mir vielleicht deine Hausarbeit senden? Also ich schreibe natürlich nicht ab, aber ich würde es mal kurz abgleichen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, natürlich. Also ich bin gerade auf der Autobahn. Ich schick's dir einfach gleich, wenn ich... Oh, nein! Wow, 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 wow. Was? Oh mein Gott, er hat viel zu viel übertrieben. Also natürlich ist das hier nicht echt und er hat nur eine Audio im Hintergrund abspielen lassen. Aber die Arme wird das doch safe glauben. Die denkt jetzt, sie hat 50 Menschen auf dem Gewissen, nur weil sie abschreiben wollte. Richtig so, das ist die gerechte Strafe für Abschreiber. Nehmt euch ein Beispiel an mir, ich habe einfach gar nichts gemacht. Hat ja auch geklappt, ne? Seht mich an. Eigentlich sollte man danach auch das Handy ausmachen und die nächsten Tage unentschuldigt nicht in die Schule kommen, damit es noch authentischer ist. Sie wird die ganzen Tage kein Auge in der Nacht zubekommen und Panikattacken schieben. Scheiße, ist das gottlos. Genauso gottlos, wer auch immer hier jetzt lachen muss. Lil Bro getting gritty. Ey, ich distanziere mich von sowas. Ich habe auch nicht drüber gelacht, weil sowas ist wirklich verwerflich. Wer auch immer hier gelacht hat, kein Ding, Bro, ich kann's verstehen. Ich habe auch mies gelacht beim ersten Mal. Lass noch mal gucken. Ja, Junge, ey, ey, ey. Ich werde niemals in den Himmel kommen, wenn das hier so weitergeht mit den Videos. Wir lachen hier natürlich nicht wirklich die Person aus. Muss ja auch mal gesagt sein. Wir lachen einfach nur über die Situation und nicht über jemanden. Why would Bro get through the water? Ey, mein Englisch heute on fleek. Wieso hören die sich so an wie die Minions? Ach du heilige Scheiße. Ja, das war's mit dem Auto. Einfach das Wasser kommt aus den Lüftern raus. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Hauptsache, das Navi funktioniert noch. Ja, hättet ihr euch mal daran gehalten, weil ich glaube nicht, dass das Navi gesagt hat. In 50 Metern rechts abbiegen und über den geplatzten Hydranten fahren ihr zwei Huren. Falls doch, hat super geklappt, Bro. Viel Spaß beim Trocknen. Bruder, das arme Ding wird doch komplett durchschimmeln. Das war's. Das ist vorbei mit dem Teil. Eigentlich hilft nur noch das. Me and the boys at 3 AM be like. Oh, shit,
kein Eintritt für Hunde. Also auch kein Eintritt für meine Zuschauer. Nee, Spaß beiseite. Kein Eintritt für Hunde, also. Was macht man jetzt am besten mit dem Bre hier? Yo, der Bre ist dripped out. Das erinnert mich irgendwie an das Meme aus 2027. Einfach 1:1 das gleiche, das ist crazy. Ja, das hat safe funktioniert. Fällt doch gar nicht auf, oder? Der Bruder hat halt paar Mal zu viel den Leg Day geskippt. Na und? Schnallt euch an, denn ich habe wieder frischen Content aus Berlin gefunden. Und naja, wer kennt, der kennt und weiß auch, dass Berlin der Ort ist, an dem die weirdesten Dinge so oft passieren, dass man denkt, es ist normal. Der hat überhaupt gar keinen Spaß dran. Berlin ist wirklich anders einfach. Aber trotzdem, sehr nice Performance. Das war der Start für eine große Gesangskarriere, glaube ich. Der nächste Auftritt ist dann nicht in der U-Bahn-Station, sondern in der Crack-Ecke am Bahnhof zwischen allen anderen Junkies. Ich werde auf jeden Fall kommen, Bro. Wo gibt's Tickets? Ich habe gedacht, ehrenloser kann es heute nicht werden, doch dann habe ich dieses Video gesehen. Da ist einfach irgendein Random, der sich kurz den Wasserschlauch von keine Ahnung was gejoinkt hat und jetzt alle anspritzt. Oha, das Auto will ausweichen, aber schafft es nicht. Aber sei doch dankbar. Gratis Waschung für das Auto. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Der Rollerfahrer am Anfang killt mich einfach. Wie er da so lang fährt und das Wasser in die Fresse bekommt. Ach, sein Automobil! Aber auch hier, korrekt so, dass er die Straßen putzt. Ey, nein, nicht der Joker. Ey, bitte lass den Armen doch in Ruhe. Oh, le couvert, le couvert. Non, je rigole. Ah! Non, je rigole. Oha, der rastet aus und die prügeln sich gleich. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich frage mich, wie das geendet hat. Stellt euch mal vor, ihr beschließt so heute auch spontan, dass ihr ab heute, euer Leben in den Griff bekommt, regelmäßig zum Sport geht, gesunde Ernährung und das alles nur wegen diesem einen Motivationsvideo, was man gesehen hat. Naja, wie auch immer, man ist voll motiviert, zieht sich die Schuhe an, boom, erster Tag, muss direkt gut starten, man geht raus, eine Runde laufen, voller Vorfreude auf das gesunde und sportliche neue Leben, joggt man da so lang und auf einmal schießt da jemand auf euch mit so einem dicken Wasserstrahl. Ich werde danach einfach nach Hause gehen und die Zeichen des Schicksals akzeptieren. Soll einfach nicht sein. How boys make food. Ja, bis hierhin hätte ich tatsächlich auch alles so gemacht. Ja, also ich bin ein Junge und ich kann hiermit bestätigen, dass wir wirklich unser Essen immer so machen. Naja, und damit, Freunde, wenn ihr wollt, dass ich euch auch so ein geiles Brötchen schmiere, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.